Hallo liebe Freunde der guten alten PS1-Perlen. Anlässlich des Tests von Tony Hawk's American Wasteland wollen wir euch diesmal in die Anfänge der erfolgreichen Extremsportserie entführen. Im 1999 erschienenen Tony Hawk Skateboarding ist an frei befahrbare Städte, BMX-Einlagen und Friseurbesuche noch nicht zu denken. Trotzdem macht das erste ernstzunehmende Rollbrett-Game auch heute noch einen Heidenspaß. Kenner der neueren Teile müssen sich zwar erstmal an die gemächlichere Spielgeschwindigkeit gewöhnen und mit der natürlich wesentlich gröberen Optik klarkommen, dafür wartet pures Skatevergnügen in einigen der coolsten Levels der Serie auf euch. Die Stages sind nämlich so aufgebaut, dass ihr auch ohne die noch nicht vorhandenen Manuals ellenlange Kombos hinlegen könnt. Viel Übung und ein gutes Auge für die idealen Lines vorausgesetzt. Insider entdecken noch dazu an allen Ecken aus Skate-Videos bekannte Spots wie den Harbor Hideout in San Francisco oder den berüchtigten Burnside Skatepark. Auch das alte Spielprinzip hat seinen Reiz. Wenn ihr innerhalb des 2-Minuten-Zeitlimits heftige Highscores knacken müsst oder die überall im Level versteckten Buchstaben des Wortes Skate finden sollt, kommt schnell das altbekannte "einmal versuch ich's noch" Gefühl auf. Nicht umsonst stattet Neversoft die neuesten Tony-Teile mit einem Classic-Mode aus, der genau so aufgebaut ist. Genau ein Jahr später legte Teil 2 dann noch einen drauf. Die Entwickler verbesserten das eh schon geniale Game in jeder Hinsicht. Mehr Skater, mehr Tricks, mehr Aufgaben, größere Levels, bessere Grafik und, und. Die wichtigste Neuerung stellen die Manuals dar. Die auch Wheelies genannten Kunststückchen erlauben es euch, in ganz neue Kombo-Dimensionen vorzustoßen. Ist gerade mal kein Rail in Sicht, an dem ihr eure Trickserie fortsetzen könnt, kurvt ihr einfach auf nur zwei Rädern weiter zum nächsten Spot und verlängert so eure Kombo. Könner schaffen es so, eine einzige Combo über einen kompletten 2-Minuten-Run auszudehnen. Ein weiterer Pluspunkt des zweiten Teils ist der mittlerweile zum Standard gewordene Park-Editor. Mit dem intuitiv zu bedienenden Baukastensystem konnten kreative Köpfe erstmals eigene Stages zusammenbasteln und so die Levelanzahl beliebig erweitern. Wer gerne mal auf überflüssigen Schnickschnack wie Graffiti-Sprühen oder Laufeinlagen verzichten würde, um pure Skate-Action zu genießen, der sollte sich also in jedem Fall auch mal diese Klassiker unter den Tony-Spielen reinziehen. Realismus-Fanatiker schwören sogar einzig und allein auf die ersten beiden Teile, weil hier noch nicht so arg übertriebene Tricks möglich sind wie in den Nachfolgern.